Hey, ihr Schwarzmaler. Ich habe hier einen alten, vergammelten Gameboy von meinem Dad. Der funktioniert nicht mehr. Mein Dad hat das Teil aber geliebt und aus dem Grund dachte ich mir, es wäre vielleicht eine coole Idee, den wieder zum Laufen zu bekommen und dann noch aufzumotzen. Ich will ein beleuchtetes Display einbauen und auch beleuchtete Knöpfe, sodass er auch im Dunkeln spielen kann. Und außerdem möchte ich noch ein Artwork da drauf klatschen. Und ich bin gespannt, ob ich das hinbekomme. Ich habe das nämlich alles noch nie gemacht und ich weiß überhaupt nicht, ob ich den überhaupt wieder zum Laufen bekomme. Das sieht nämlich alles ziemlich... Die Klappe geht ja nicht mehr auf. Was zur Hölle? Okay, das wird tricky. So, das Ding ist... Boah, wenn ich mir das Batteriefach anschaue... Wundert es mich eigentlich überhaupt nicht, dass man den nicht mal mehr zum Laufen bekommt, weil hier ist so eine richtig krasse Patina drauf. Für mich sieht das echt so aus, als ob da definitiv eine Batterie ausgelaufen wäre. Wie soll da Strom fließen? Wenn ich Glück habe, hat sich dieses Problem schon erledigt. Für die Pokémon-Portal-Skulptur hatte ich mir mehrere Hüllen gekauft. Das heißt mehrere, zwei Stück. Da sind ja ganz neue Kontakte dran. Deswegen werde ich das austauschen und den anmalen. Wir schauen einfach mal rein. Ich will nichts kaputt machen, aber es geht nicht auf. Ich bin auch echt dumm, ne? Jo, manchmal ist es schon von Vorteil, wenn man alle Schrauben locker hat. Übrigens hatte ich insgesamt 3 alte Gameboys als Ersatzteillager hier rumfliegen. Gameboy Nummer 2 kam von Andy und... Jo. Da passiert gar nichts. Der 3. Gameboy hatte zwar am Display keine Scheibe mehr, aber hat trotzdem vielversprechend ausgesehen. Bei dem sind auch die Kontakte nicht oxidiert, deswegen vielleicht... Einfach ein Brandfleck dran. Jetzt erstmal eine durchziehen? Naja. Da sind Buchstaben. Seht ihr das? Ja. Okay, er geht schon mal an, wenn man ein bisschen an den Batterien rumdrückt. Wahrscheinlich sind ja auch die Kontakte so ein bisschen verballert. Und das Display ist kaputt, wenn ich jetzt Glück habe. Hat sich das Problem aber auch erledigt, weil ich werde das Display ja eh austauschen. Und die Kontakte werde ich eh mit dem Austausch vom Gehäuse erneuern. Dann könnte es wieder funktionieren. Das wäre geil. Das wäre geil. Die 90s Kids werden sich noch dran erinnern. Der uralt Gameboy hatte kein beleuchtetes Display. Leuchtende Displays? Wo wir herkommen, gab's noch gar keine leuchtenden Displays. Da hat man nachts noch mit Taschenlampe unter der Bettdecke gespielt. Oder mit so einem gezwirbelten Snake Light oder einer überdimensionalen Lupe, die aber irgendwie auch nicht das Wahre waren. Das ist so schlecht. Ich kann nichts erkennen. Heute gibt's aber Displays mit Hintergrundbeleuchtung, bei denen man sogar die Farbe wechseln kann. Um das jetzt einzubauen, war wieder Löt-Action angesagt. Ich hoffe, ich bekomme das alles hin. Für mich wird das ein Act. Ich werde das schon hinbekommen. Ich habe das noch nie gemacht, deswegen bin ich mir sicher, dass ich das hinbekomme. Zuerst musste der Lautsprecher vom alten Board runter und an das neue dran. Das war noch easy. Und dann musste man diese seltsamen Kabel in absoluter Sisyphus-Fummelei in die dafür vorgesehenen A-Löcher befördern. Und da kam dann ein Störfaktor namens Andy dazwischen. Und dann ist mir einfach eine Sicherung durchgebrannt. An den Teilen hier ist überall so ein blaues Ding dran, ja? Auch an dem Kleinen. Und Andy guckt mich an, hat zu mir gesagt, ich soll das abpopeln. Hab ich gemacht. Obwohl ich zu ihm gesagt habe, ich glaube nicht, dass das abkommt. Und dann war es kaputt. Und dann konnte ich es wieder festkleben mit Sekundenkleber. Dilettant. Entschuldigung. Ja, es sah halt aus wie so eine Schutzfolie. Ja, aber es hat halt nicht abgehört. Ich bin ein Vollidiot. Es sollte dranbleiben. Nee, bist du nicht. Wir waren einfach nur... Im Arsch! Nachdem ich das dann mit dem Kleber repariert hatte, wollte ich erstmal testen, ob das Ding mit dem neu eingebauten Display überhaupt anspringt. Aber egal, was wir versucht haben, er wollte einfach nicht laufen. Gut, ich habe jetzt die letzten 2 Stunden zusammen mit Andy hier rumgeschraubt und rumprobiert und gemacht, weil das Teil einfach nicht laufen wollte. Vor allen Dingen das Display hat nicht reingepasst und dann haben wir dem netten Menschen, der uns dieses Kit verkauft hat, also der uns die Ersatzteile verkauft hat, angeschrieben. Per WhatsApp ging super easy, hat auch sofort geantwortet. Der hat uns dann gesagt, dass wir diese Teile hier abknipsen müssen. Das haben wir gemacht. Da war es immer noch zu lang und dann habe ich das mit meinem Kürbisschnitzset so abgeschabt, bis es gepasst hat. Oh,
Ich habe hier noch überall Plastikteile vom Abfummeln. Im Eifer des Gefechts habe ich vergessen, die Knöpfe reinzumachen. Aber es geht schon mal. Ist das geil? Nächster Schritt ist die Beleuchtung, oder? Ja, nochmal alles. Zeig mal den Bildschirm. Geil, oder? Das macht mich glücklich. Schön. Das macht Spaß. Eigentlich muss ich es jetzt anmalen, aber ich hab gar keine Lust mehr. Dann nennen wir den Kanal um in Sarah hat Modell. Keine Lust mehr und malt deswegen nicht mehr schwarz. Ihr habt es auf dem Thumbnail bestimmt schon erkannt. Ich habe mich hier für einen DeLorean aus Zurück in die Zukunft entschieden, weil es ja als Thema echt mal richtig gut passt. Alter Gameboy, neue Bauteile, halt eine Reise in die Vergangenheit und wieder zurück. Ich habe einen großen Teil vom Gameboy im originalen Grau gelassen und das Gehäuse mit Washi-Tape schräg abgeklebt. Ich wollte den Retro-Charme nämlich ein bisschen beibehalten. Halb neu, halb alt. Die Knöpfe wollte ich auch noch vertinnifen und dafür hatte ich auch was besorgt. Hier habe ich die LED-Lichter und die transparenten Knöpfe, damit man das Leuchten auch sieht. Hierfür musste ich schon wieder einiges an Lötzinn auf die Platine bringen, ohne die geringste Ahnung, was ich da eigentlich mache und ob der ganze Bums am Ende überhaupt funktionieren wird. Ein Problem mehr war, dass ich das Ganze als Weihnachtsgeschenk geplant hatte und jo, die Zeit wurde allmählich immer knapper. So, im ersten Anlauf haben schon mal die LEDs funktioniert. Die Hülle ist bemalt. Ich hoffe, das hält alles so. War ein bisschen anstrengender als gedacht, weil ich in den letzten paar Tagen echt heftig mit Migräne zu kämpfen hatte. Aber ich habe mein Bestes getan. Ich hoffe, das Ergebnis sieht nicht ganz so schlimm aus. Das Weihnachtsgeschenk wird. Heute ist der 23. Musste ich halt trotzdem durchhasseln. Keine Ahnung. Jedenfalls geht's jetzt ab in den Endspurt und das Teil wird jetzt zusammengebaut. Hoffen wir, dass nachher auch wieder alles zusammenpasst und dass man mit dem Teil auch spielen kann, dass alles hübsch leuchtet, alles an Ort und Stelle passt. Und ja, drück mir die Daumen. Und dann war es endlich soweit. Ich habe die Display-Schutzfolie abgezogen, dann mit Shaky Hands versucht, das Teil möglichst gerade ins Gehäuse zu kleben und dann die abgefuckteste Höllenfriemelei meines Lebens gehabt, weil ich jetzt mehr Kabelsalat zu verstauen hatte als vorher. Als ich das Gehäuse endlich zubekommen habe, kam der Moment der Wahrheit. Ich bin so happy, dass es funktioniert. Auch wenn das Projekt jetzt überhaupt nicht so aussieht, aber es war echt viel Arbeit. Zwischendurch hatte ich echt Angst oder Bedenken, ob es überhaupt funktioniert. Umso glücklicher bin ich jetzt wirklich, dass es tatsächlich geklappt hat. Andi hat noch einen alten Game Boy Color. Haut mir gerne in die Kommentare, wenn ich da was mit Kirby drauf machen soll oder so. Ich glaube, Andi würde sich freuen. Kirby! Hier oben gibt es noch ein anderes Gameboy-Kunstvideo. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao und bis bald.